Ja, moin zusammen. So, wir haben das Essen vom Griechen überlebt und verdaut. War äußerst gut. Schön in Hamburg am Elbdeich. Ja. War lecker. Und nein, ich habe dafür kein Geld genommen für das Abschleppen. Das ist Ehrensache. Ne? Das ist vom Gedanken her, ja, wenn mir die Karre verreckt, möchte ich auch, dass irgendjemand anhält, kann ich dir helfen, ja, kann ich dich mitnehmen, wenn es geht, ne? Oder kann ich euch irgendwas Gutes tun, ne? Wenn man irgendwie mit dem Auto hängen bleibt, reicht das grundsätzlich an Pech schon, ne? Da muss man nicht auch noch, ja, wie soll ich sagen, da muss man nicht auch noch finanziell komplett ausgezogen werden. Nein, ich möchte, dass mir Leute helfen, also helfe ich auch Leuten. Ne? Wir haben schon oft genug irgendwo in der Pampa gestanden und die beiden standen da auch rum und wer soll da was machen? Ne? Der ADAC wird bei dem Auto nichts machen mit dem Lagerschaden. Nur auf den Abschlepper rupfen. Ja? Das Ding hat keine Abschleppöse. Wie soll es funktionieren? Ne? Ja. Wir haben eine drauf gefahren. Das ging noch. Genau wie runter. Aber wie gesagt, bis nach Hause hätte er es nicht mehr geschafft. Er wäre wahrscheinlich das Pleuel abgerissen. Und ne, jetzt kann man den Motor relativ leicht reparieren. Ne, unten aufmachen. Raus mit dem Lager. Beziehungsweise mit dem Pleuellager. Und dann neue Lagerschale rein. Solange es nur so klopft, kann man das relativ einfach machen. Aber mehr sollte es auch nicht sein. Wie gesagt, das war genau wie Zylinderkopfdichtungen in den 70ern und 60ern gang und gäbe, damals in den 30er Jahren. Ja, das Ford Model A ist natürlich eine absolute Schönheit gewesen. Ja, das ist. War ein schöner Tag gestern. Auf jeden Fall haben wir hier immer noch das kleine Problem, dass dieser blöde Injektor da nicht rauskommt. Ich habe ihn über Nacht jetzt einwirken lassen. Unschön. Ja. Zug haben wir auch schon probiert. Hin und her geschlagen, auch schon probiert. Blöd. Gestartet, beziehungsweise per Anlasser habe ich den Motor auch schon, wenn er Verdichtung kriegt, dass er von unten geschoben wird. Ist ja reichlich Verdichtung bei so einem Diesel. Nein, der ist immer noch genau da, wo er vorher auch war. So, und das heißt eigentlich, wenn ich das Ding jetzt nicht, wenn mir nicht irgendwas einfällt, ist der Injektor tot. Ja, dann muss ich den oben aufmachen, an dieser Schraube hier oben, an dieser riesigen Schraube, muss den Kopf abnehmen, da drauf den Zughammer setzen und den da rausholen. So, und wenn er einmal auf ist, ist er zu 80% kaputt. Ja. Na gut, man kann es überholen, wegbringen, ne? Klar. Aber das wäre jetzt sehr unbefriedigend, finde ich. Tja. Ich werde das jetzt noch mal ein bisschen weiter versuchen. Ich habe ja noch meinen pneumatischen Hammer. Damit werde ich jetzt mal ein bisschen versuchen zu lockern. Ja, jetzt kommt das quasi das große Werkzeug. Ne? Ja, ist ein Meißel, ein pneumatischer. Wo liegt das Problem bei diesen Injektoren? Jeder weiß, gut, das ist ein Common Rail Diesel, gut, was machen wir damit? Turbo hat er auch. Warm fahren, kalt fahren, ist immer wieder ein Thema. Und zwar, wir haben hier einen Zylinderkopf aus Aluminium, das ist ein 16-Ventiler. Ist nach wie vor Stand der Technik. Ne? Mercedes hat das mit dem Common Rail relativ früh eingeführt. Mit der C-Klasse W202. Da kamen die ersten CDIs. Vito etc. Ja. Das war dann ab 102 PS. Und die waren noch nicht ganz so standfest, zugegeben. So, das hier ist die zweite Generation der CDIs. Gibt es als Vierzylinder, Fünfzylinder und Sechszylinder.
Inwieweit der V8 vom 400 CDI damit verwandt ist, kann ich jetzt im Moment nicht sagen. Hat man eher selten mit zu tun mit den Dingern. Wir haben einen Aluminiumzylinderkopf. Wir haben Injektoren aus Stahl. Dazwischen haben wir eine Dichtung aus Kupfer. So. Man muss jetzt nicht Materialkunde etc. gefressen haben, um zu bemerken, dass die alle unterschiedliche Ausdehnungen haben. Wärmebedingt. So. Befestigt sind diese Injektoren mit dieser Kralle. Wo habe ich die jetzt gerade? Ah ja. Mit dieser Kralle, die kennt jeder, und mit einer Dehnschraube. Dehnschraube, ne? Logisch. Das soll das alles ein bisschen abmildern. Nun könnte man behaupten, dass nur Mercedes die Probleme hatte mit den Injektoren. Die Injektoren selber sind relativ standfest. Der Kia Sorento, den wir zum Beispiel gekauft haben, hatte Blow-by. So, der hatte noch ein mieseres Problem. Bei Mercedes sind die Injektoren unten an der Fußdichtung undicht. So, das kommt vorbei am Injektor, steigt durch den Schacht hoch, befestigt den Injektor interessanterweise im Schacht. Und zwar gewaltig. Und dann haben wir das Problem, dass wir den Injektor nicht mehr rauskriegen. Beim Kia Sorento zum Beispiel ist oben noch eine zweite Dichtung. Dieses Blow-by-Gas geht in den Kurbeltrieb und der Motor stirbt dann vollständig am verstopften Ölsieb, weil diese Suppe, die wir hier oben ständig wegkratzen, wenn das passiert, im Motor landet. Und zwar im Kurbeltrieb, am Ende dann unten in der Ölwanne. Das Ölsieb verstopft dann. Und nur so als Beispiel, ne? Auch legendäre Injektorenfresser Hyundai Terracan oder sein kleiner Bruder, dieser Familienvan. Carnival heißt der, glaube ich. Haben den gleichen 2,9 Liter Vierzylinder drin. Ja, das ist das große Problem. Unterschiedliche Ausdehnungen. Die Folgen allerdings sind bei Mercedes sehr harmlos. Ja, und wenn man sich darauf einlässt, den Wagen warm zu fahren und kalt zu fahren, haben wir das Problem erst gar nicht. Ich kenne auch genügend Leute, die haben ihre erste Injektordichtung bei 250.000 immer noch drin, weil sie eben darauf achten. Taxis haben das sehr häufig, dass da eigentlich gar nichts passiert. Ja, jetzt werde ich diesen Meißel, den ich hier dran habe, mal eben kurz stumpf machen. Ja, den Injektor nicht aufschlitzen, sondern ne, ich will ihn schubsen, vibrieren lassen, dass der ganze Kram da unten sich löst. So, dann gehe ich jetzt an den Schleifbock und werde das mal stumpf machen, das Ding. Kontraproduktiv, wenn man das als Karosseriemeißel benutzen will, aber mein Gott, so teuer sind die Dinger auch nicht. Ja, außerdem passt man Werkzeug immer den Gegebenheiten an. Ne? Irgendwann ist das halt so. So, ich melde mich gleich wieder, wenn das Ding stumpf ist. So, da bin ich wieder. Mal gucken. Jetzt ist das schön stumpf, ne? Dass wir das Gehäuse vom Injektor nicht beschädigen. Setzen wir den wieder in den Meißel rein. Und befestigen das Ganze wieder. Dann wollen wir mal sehen, ob der Injektor mit etwas mehr Gewalt, und das Ding hat richtig Gewalt, soweit der Kompressor da ordentlich liefert. Wir wollen auch nicht lange auf dem Ding rumprügeln. Man hat es auch öfter schon gesehen in Richtung Glühkerzen und so weiter. Ne? Ja, wollen wir mal gucken, ob wir da mal irgendwie ein bisschen was drauf kriegen. Rausnehmen, wo sich das Plastik
zerbröselt. Bin gespannt. Ja, ist gespannt, ob das klappt. Das sah gut aus jetzt. Ja. Trotzdem, gesund ist das nicht, ne? Ja. So, jetzt schauen wir mal, ob wir mit dem Hammer weiterkommen. Total versifft. Ja, das passiert eben mit dieser unterschiedlichen Ausdehnung. Ja. Findet so ein Motor insgesamt auch nicht witzig. Bin gespannt, ob der noch läuft. Gehe aber mal davon aus. Ja, sieht richtig übel aus. Ich hole euch mal dazu. Licht. Ja. Ja, das ist der Mist, der dabei entsteht, wenn man das Ding kalt tritt. Bevor die Dichtung irgendwo, ne? Klar, das ist alles wesentlich kleiner, wenn es kalt ist. So, trittst du da rein, wenn der Wagen kalt ist. Wieso fokussiert das Ding jetzt ja nicht? Ach so. Trittst du da rein, wenn das Ding kalt ist, hat sich da noch nichts Großartiges abgedichtet und die extreme Verdichtung, die so ein CDI hat, kann da ordentlich dran vorbei arbeiten. Ja, und dann sieht man das, wie die ganze Suppe an der Dichtung vorbeigeht. Die Dichtung sitzt jetzt auch unten drin. Ja. Hier kann man auch relativ gut sehen, wo es dran vorbeigepfiffen ist. Ja. Injektor reinigen. Das hier reinigen. Wird noch witzig. Aber dafür haben wir passende Geräte, das ist sehr gut. Ja, dann würde ich mal sagen, ich lasse da jetzt mal eine Chemikalie wirken und melde mich gleich wieder. Jetzt kriege ich keine Fokussierung mehr hin, ne? Uncool. Ja, okay, dann bis gleich. Ja, während wir auf die Chemikalien warten, die den Motor jetzt sauber machen dürfen, da vorne sitzt der Kater und sucht Mami. Keksi, die ist doch schon wieder an dir vorbeigelaufen. Oh Mensch. Er ist halt rot. Ja, Thema Nachhaltigkeit. Was, oder Schrott wird flott, oder weiß der Teufel, wie man es nennen soll. Das hier ist das Fahrrad von meiner Frau. Hübsch, ne? Ein echtes Gyrike. Hat ihr Onkel damals auf dem Schrott gefunden. Wir haben jetzt gerade neue Reifen draufgezogen. Vorher waren so komische Rennradreifen drauf. Das hat natürlich nicht ausgehalten. Da müssen natürlich Ballonreifen drauf. Ja. Alles original. Ich glaube, die Felgen sind nicht original. Aber ansonsten, wenn einer sich damit auskennt und mir ein Baujahr sagen könnte, wäre das schön. Ich finde keine Nachweise. Klasse auch das Kettenblatt hier unten. Mit dem stilisierten G von Gyrike. Ja, das ist ein klasse Fahrrad. Wir müssen die Gangschaltung noch reparieren. Offensichtlich hat er eine.
Die war aber nicht immer dran, glaube ich. Ja. Nee, die war nicht immer dran. Aber, ne? Das ist doch eine Schönheit, oder? Patina nennt man das. Ich werde das alles versiegeln mit Klarlack. Mit, mattem Klarlack. Dass das nicht wie... Ein Hochglanzrost sieht einfach nicht gut aus. Nee, das bleibt so, wie es ist. Es hat gelebt und lebt weiter. Ja, auch mal so ein Thema. Ne? Man braucht nicht das 100. Mountainbike und noch eins und noch ein Chima-Krempel und sowas in der Richtung. Das ist noch echtes Leder. Die Federn funktionieren noch einwandfrei. Ja, das ist eine echte Schönheit. Ja, ich denke, die Gangschaltung ist nachträglich eingebaut worden, wie die Narbe hinten. Die Felgen passen auch nicht zum Fahrrad, finde ich. 28er, aber die sind ein bisschen schmal. Ich habe die Felgen von den Dingern etwas breiter Erinnerung. Werden wir bei Gelegenheit mal nachrüsten. Man findet die Ersatzteile jetzt nicht an jeder Ecke, aber ja, und die Griffe. Die Griffe könnten man neu, das ist Kinderfahrrad. Aber ansonsten perfekt, das Ding. Es fährt. Mehr soll es nicht. Schönes Ding. Ja. Ist auch Nachhaltigkeit. Ich tippe mal, dass es aus den 50ern kommt. Gerücke gibt es schon länger nicht mehr. Gab ja auch, glaube ich, Motorräder. Mopeds, Motorräder und einiges anderes von Gerücke. Ja. Das ist einfach nur schön. Auch ein Oldtimer, ein echter. So, das erste bisschen Chemie hat eingewirkt. Sieht schon ein bisschen besser aus. Wird aber noch ein bunter Abend mit dem Kram hier. Jetzt nehmen wir einen handelsüblichen Akkuschrauber. Das ist eine Verlängerung und eine Bürste zum Injektorschacht reinigen. Ja. Noch Fragen? Ne? Hier ist auch das Dichtring gleich mit rausgekommen. Ja. Komplett verkokt und verbrannt vor allen Dingen. Ja. Den brauchen wir gleich noch für die Bestimmung. Ich habe ja wie gesagt hier so ein Set mit verschiedenen Dicken für die Injektorringe. Aber erstmal muss dieser ganze Müll hier raus. Ja. Schön ist das auch nicht, aber wird langsam besser. Jetzt nehme ich erstmal eine andere Bürste. Etwas dicker. Die haben wir Gott sei Dank in verschiedenen Abstufungen. Aber nicht mehr dicker. Ach, super. Ja. Da müssen wir gleich mit was anderem mal dran gehen. Das ist richtig mies. Ja. Deswegen frühzeitig reinigen, frühzeitig die Dichtung wechseln, wenn man dieses Pft hört. Deswegen haben wir grundsätzlich, soweit es die Leute mitmachen, die von uns ein Auto kaufen, bei diesen CDIs die Motorabdeckung runterlassen. Mit der Motorabdeckung, uns ist es selber schon passiert mit dem 270er, man hört es nicht. Dieses leichte Pft. Und wenn es dann wirklich lauter wird, dann hat man den Scheiß da drin. Ja, ich habe es bei meinem Auto ja auch schon ein paar Mal gemacht, also von daher kenne ich den Kram langsam. Ja. Deswegen Motorabdeckung lieber runterlassen. Das ist nicht unwesentlich lauter, aber man hört so ein bisschen mehr von der Technik. Ja, das ist manchmal lebensrettend. So, jetzt hole ich nochmal was anderes. Um das da bisschen sauber zu machen. Mal gucken, ob das damit klappt. Das sollte gehen. Wie gesagt, das kann auch ruhig reinlaufen, das ist kein Problem. Es wird verbrannt.
Ja. Das ist mal nicht schön. Ist eigentlich relativ spezifisch. Deswegen, da ist kein Lösungsmittel drin. Der Motor rennt mir nicht durch. Im Normalfall reinigt man damit das AGR-Ventil im laufenden Zustand. Und zwar folgendermaßen: Man den D-Schlauch hier runter, hält den Motor auf 2000 Umdrehungen, Sprühstöße hier rein, 5 Sekunden, 10 Sekunden warten, wieder 5 Sekunden, bis die Dose leer ist. Geht dann durch die Ladeluftstrecke, kommt hier oben an, im AGR-Ventil. Und reinigt dann gleich auch die Ansaugbrücke mit. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, ein Motor, ein Dieselmotor, der läuft. Wenn wir da irgendetwas mit Lösungsmitteln reinspritzen, findet er das nicht witzig. Ne? Dann geht da richtig was ab. Deswegen ist das speziell für Dieselfahrzeuge ohne Lösungsmittel. Kriegt man im Fachhandel. Also ne, auch wieder keine Werbung. Kauft euch, was ihr wollt davon, damit. Es gibt auch Injektorenlöser. Ich nehme Bremsflüssigkeit. So, jetzt haben wir den Kram ausgepustet. Sieht schon wesentlich besser aus, ne, mit dem Reiniger. So, jetzt haben wir hier, das ist eine Sitzbürste. Also unten für den Injektorsitz, wo ja auch der Kupferring drauf sitzt. Gerne ein bisschen drücken, dass es poliert wird. Ja. So. Man sieht, glänzt er jetzt. Ein bisschen reinzoomen, vielleicht geht das. Jetzt ist er richtig sauber, gereinigt und nicht rissig. Ich hatte eigentlich vermutet, der ist rissig, sonst hätten wir den jetzt nachschleifen müssen. Haben wir auch da das Ding. Wie gesagt, diese Geräte sind alle nicht teuer. Das ist, man muss sie nur anwenden. Das ist eine andere Geschichte. So, jetzt schnappe ich mir so einen Kupferring. Jetzt brauchen wir den alten. Und dann werden wir mal den richtigen Kupferring raussuchen und den auch etwas vorbehandeln. Genauso wie den Injektor. Bis gleich. So, da liegt der Kupferring. Da. Hier steckt der Injektor. Das ist ein Brenner. Der glüht jetzt immer noch. Das darf man gerne machen, weil sich der dann besser in die vorhandene Struktur fügt da unten. So, den nehmen wir gleich wieder runter. Jetzt habe ich was vergessen. Und zwar die Bremsen-Service-Paste, die ich immer benutze, ist auch extrem hitzefest. So, damit wir den Injektor in Zukunft wieder rauskriegen. Keramikpaste etc. geht auch. Genau an diesen Wänden ist es genau das Problem, dass das Zeug hochsteigt und den Injektor blockiert. Ne? So. Und jetzt kommt der Trick. Lieber ein bisschen mehr, also ein bisschen zu wenig. Schadet nichts, weil einspritzen tut er hier oben. Ne? So, und der Überstand hier von diesem Mittel hält jetzt den Ring fest, sodass ich den Injektor gleich umkippen kann und in den Schacht einführen kann, ohne dass mir der Ring da ständig runterfällt. Bei meinem Glück
Liegt dann nämlich dann immer quer. Der liegt immer quer, der legt sich nicht gerade hin. Auf gar keinen Fall. So, und zurück zum Auto. Wie gesagt, das Zeug verhindert, dass der Kupferring verschwindet. So. Der Injektor sitzt drin. Ich habe das Gewinde sauber gekriegt. Ich habe das auch gefilmt, aber ja, wegen Überhitzung geschlossen. Ja, dumm gelaufen. Okay, jetzt kommt die Kralle da rein. Kralle drin. Schraube. Ja. Ja, wie gesagt, lange kann ich nicht filmen. Das haut gleich wieder weg wegen Überhitzung. Ist wirklich brutal heiß und schwül. Es ist gerade nicht witzig, das Wetter. Die Technik gibt auf, bei mir geht's noch. Einfach alle 5 Minuten unter die Dusche rennen, kalt abduschen. Fängt schon wieder an zu spinnen hier mit Fokussieren und so weiter. Ich muss mal kurz unterbrechen. Da, wie gesagt, ist fest. Ne? So. Läuft wieder und ist dicht. Lassen wir jetzt ein bisschen laufen. Der Injektor hat es überlebt. Sehr gut. Er war nicht sicher, weil mit dem pneumatischen Meißel da dran zu gehen, ist schon brutal. Aber trotz der Beschädigung außen hat er es überlebt. Sehr gut. Ja, wie gesagt, so empfindlich sind die Dinger auch nicht. Es gibt immer ein wahnsinniges Brimborium, was darum gemacht wird, was die Dinger aushalten und was nicht ausgehalten wird. Und wie gesagt, manche Leute hören sich auch einfach mal gerne reden. Darf auch gar kein Staub reinkommen oder sowas in der Richtung. Ich habe das jetzt hier draußen gemacht. Das Auto stand hier von gestern an offen rum und die Einspritzleitungen standen offen rum. Das Auto läuft ganz normal. Also, manche Leute sollen einfach mal ganz locker durch die Hose atmen und den Ball flach halten. Ist einfach so. So empfindlich sind die ganzen Sachen nicht. Sonst wird die Bundeswehr die Dinger zum Beispiel nicht fahren. Diese Motoren hier sitzen in der G-Klasse vom Bund. Und wenn die bei jeder Feldreparatur tot wären, wären die wirklich ungeeignet. Und so viel ungeeignetes Material ist die Bundeswehr auch wieder nicht. Okay. Der wäre schon mal am Laufen wieder. So, jetzt haben wir das gute Stück sauber gemacht. Ja, die Geruchsbelästigung ist ja nicht gerade gering. Springt an, läuft, Injektor dicht. Jetzt müssen wir gucken, wie sich das mit dem, na, wie heißt er nochmal gleich, Map-Sensor verhält. Wenn der Fehler nochmal wiederkommt, beziehungsweise dauerhaft wiederkommt, muss ich gucken, ob ich da nicht mal in der Software nachschauen darf. Ja. Sauber ist er, trocknen tut er jetzt von selbst. Und ich werde ich das Video hochladen. Spät genug. Wünsche euch eine unaufregende Restwoche und ein bisschen kühleres Wetter wünsche ich uns allen. Das ist nicht kühler, weniger schwül wäre schön. Ja. Okay, bis zum nächsten Video. Ciao.